Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Outlast. Und ich habe ja schon mal früher ein Video zu dem ersten Teil, zum zweiten Teil gemacht. Und ja, das Video gefällt mir irgendwie nicht so gut. Und ja, den ersten Teil habe ich eigentlich noch gar nicht gespielt. Ich habe nur mal ein paar Videos dazu auf YouTube gesehen und es ist sehr gruselig. Und ja, den zweiten Teil werden wir wahrscheinlich auch dann spielen. Und ja, starten wir einfach mal ein neues Spiel. Auf normal, würde ich sagen. Okay, deine Ziele werden in deinem Notizbuch, in deinem Notizblock, Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N. Jetzt konnte ich wieder nicht zu Ende lesen. Aber egal. Und ja, wie in jedem Outlast-Teil haben wir auch eine Kamera. Und ja, das, was ich weiß, ist, dass wir in einer Psychiatrie sind. Komme ich hier nicht rein? Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt. Drücke rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. Okay. Ereignis aufgenommen. Deinem Notizblock wurde ein Eintrag hinzugefügt. Alter, ich kann nie zu Ende lesen. Hier kommen wir nicht rein. Ah, hier. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben. Okay, hier geht's weiter. Mit Leertaste können wir springen. Ah, hier kommen wir rein. Okay.
Okay, mit F können wir die Nachtsicht aktivieren. Hä? Okay, das ist nur der Fernseher. Da ist wahrscheinlich jemand drin. Okay, sie ist abgeschlossen. Oh shit. Jetzt fängt es an, gruselig zu werden. Oh! Okay, der hat seinen Kopf verloren. Warum hängen hier überall Leichen? Oh mein Gott, der lebt noch. Und der Akku der Kamera ist auch gleich leer. Oh nein, oh nein, oh nein. Da kommt jemand. Ganz langsam. Ah, das ist ein Arm. Eine Batterie. Batterien benötigst du für das Infrarotlicht. Oder war hier gar niemand? Habe ich mir das eingebildet? Nein! Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son.
You have a calling. Neues Ziel, fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay. Und wieder sehr viele Leichen. Ja, aber die Dokumente werde ich mir jetzt nicht alle durchlesen. Wieder abgeschlossen. Nein. Gehe ich hier rein? Okay, das sind Gedärme, oder? Was war das für ein Geräusch? Niemand hier sehr gut. Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Oh nein, da sind welche drin. Ich gehe nochmal zur Toilette. Vielleicht habe ich da was übersehen. Nichts außer Körperteile. Vielleicht wieder zurück. Oh mein Gott. Okay, der Fahrstuhl funktioniert auch nicht.
Noch ein Dokument. Ja, ich habe gewusst, dass der noch lebt. Ich hoffe mal, dass der hier sitzen bleibt. Hallo? Aber hier geht's auch nicht weiter. Aber die sitzen hier nur, die machen nichts. Ah, hier geht's weiter. Ich glaube, dass er auch noch lebt. Oder? Ah, das ist die Schlüsselkarte. Gesammelte Objekte werden in deinem Notizblock. Ja, gespeichert wahrscheinlich. Oh mein Gott! Nein! Ich denke, dass er jetzt tot ist. Okay, dann sind wir wieder hier. Aber jetzt haben wir ja die Schlüsselkarte. Ich halte doch, ach so. Um den Haupteingang zu öffnen. Und hier können wir uns verstecken. Starte den Generator im Keller neu. Nein, bitte nicht in den Keller. Geh da rein. Ja, bitte geh einfach.
Mein Gott, der könnte jeden Moment kommen. Nein. Da ist noch jemand. Schalte die beiden Gaspumpen ein und bestätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Ich verspreche mich irgendwie so oft. Pump Room. Ich hoffe, es kommt niemand. Doch, der Typ ist wieder da. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.